Years of Dreams. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so. Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Back-to-School-Video. Back-to-School-Video. Mal wieder. Ich habe sowas noch nie gemacht, also heute gibt es mein erstes Back-to-School-Video. Für mich ist es ein bisschen komisch, das Video zu drehen, weil ich habe noch über 2 Wochen Ferien. Aber ich weiß, dass viele von euch schon Schule haben und für mich ist es selber so ein bisschen Motivation und schon mal so vorbereiten, organisieren für die Schule, damit ich auch dann gleich am Schulstart motiviert bin und nicht so alles aufschiebe. Zur kleinen Info, ich gehe 13 Jahre insgesamt in die Schule und mache nächstes Jahr mein Abitur. Also das ist jetzt mein letztes Schuljahr und das ist ziemlich wichtig für mich. Ich werde übers Jahr vielleicht auch so ein paar Lernvideos machen, ja irgendwie Tipps oder sowas, keine Ahnung, oder euch beim Lernen mitnehmen, weil das Lernen dieses Jahr schon sehr große Priorität bei mir hat, damit ich meinen Schnitt schaffe für mein Studium danach. Ich benutze ja seit letztem Jahr mein iPad und deswegen dachte ich, zeige ich euch mal so, wie ich das organisiere jetzt für das neue Jahr. Ich schreibe ja schon ein Jahr lang auf dem iPad, aber ich habe übers Jahr sehr, sehr viele Sachen gelernt und vielleicht kann ich euch da ein bisschen inspirieren, ein paar Tipps geben und vielleicht ist ja was Neues dabei. Und ich will euch alle Utensilien und Sachen, die ich jetzt schon für die Schule habe, einfach mal zeigen. Vielleicht merkt ihr ja, dass ihr noch was braucht. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht so viel und ich werde auch nicht mehr viel kaufen, weil ich habe das meiste eigentlich schon zu Hause. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, ist eigentlich auch schon alles, was ich brauche für die Schule, weil da ich ein iPad habe, brauche ich eigentlich nicht mehr viel mehr. Also erstmal generell, ich habe ein iPad Air 3. Das sieht in so einem Gold, Roségold, und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und es ist für die Schule komplett cool und auch meine YouTube-Videos schneide ich da drauf. Und ich habe 32 GB und es reicht mir vollkommen, auch mit meinen langen Videos. Dazu habe ich den ganz normalen Apple Pen, erste Generation, glaube ich. Und dann einfach so eine Hülle, da werde ich mir vielleicht im Laufe des Jahres auch noch eine neue holen. Genau, die ist von Amazon. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie euch in der Infobox. Genauso von Amazon ist auch meine Tastatur, die ich habe. Die brauche ich jetzt vor allem für meine Seminararbeit, weil ich schreibe meine Notizen dazu. Und den hauptsächlichen Text eigentlich auch auf dem iPad. Und danach tue ich es erst auf meinen PC rüber und meistens schreibe ich am iPad, weil das kann ich halt schnell mitnehmen. Wenn ihr keinen Laptop habt und viel am iPad schreiben wollt, würde ich euch seine empfehlen. Meine hat, glaube ich, so 20 Euro gekostet oder noch weniger. Und die ist wirklich sehr gut und die ist voll angenehm. Ich mag die voll gerne. Die kann man so mit Bluetooth, ich kann es nicht aussprechen, kann man die verbinden. Dann, was ich für das Schuljahr auch habe, sind 2 solche Bücher, die kennt ihr vielleicht schon von mir, die sind vom Lebenskompass. Das ist eine sehr, sehr schöne Website, finde ich, und die haben echt schöne Sachen. Hier zum Beispiel einmal habe ich den Schülerkalender, der ist auch erst neu und da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und mein Bullet Journal ist auch von Lebenskompass, das ist einfach noch fast leer. Was ich auch immer jedes Jahr brauche, sind solche Karteikarten, das sind so große Karteikarten, weil für Referate finde ich die großen praktischer als die ganz kleinen und da muss man nicht so einen ganzen Blockzettel in der Hand haben, sondern hat es schön auf so einer Karteikarte stehen. Und auch zum Lernen sind die echt praktisch. Und die kosten, glaube ich, echt nicht viel und ich habe einmal welche gekauft und die reichen immer noch und ich habe die irgendwie 7. Klasse gekauft, schon viele Jahre. Dann habe ich mir bei Action, war das letztens, für ein paar Cent oder sowas, so 70 Cent glaube ich kostet das, so einen Ordner gekauft. Da werde ich dann alle meine Lernzettel reinordnen, aber das werde ich wahrscheinlich dann erst machen, wenn das Schuljahr begonnen hat, weil jetzt habe ich noch keine Lernzettel fast. Und dann, weil ich ja Abitur mache, habe ich natürlich ganz viele solche Abi-Bücher. Ich hatte das Glück, dass ich mir die alle nicht kaufen musste, sondern eine Freundin von meiner Mama hat mir die zugeschickt. Es gibt bei uns in der Nähe auch immer solche. Bei uns sind es immer solche Telefonzellen, solche alten, und da stellt man diese Bücher rein und kann sich neue nehmen dafür, also so ein Büchertausch. Und das würde ich euch sehr empfehlen, weil ich glaube, solche Bücher sind relativ teuer und für das, dass man sie nur ein Jahr lang braucht und vielleicht dann noch beim Studium oder so. So, wir wechseln jetzt kurz die Perspektive und dann zeige ich euch mal, wie ich mein iPad so eingerichtet habe. Ich habe zwar schon ein Video dazu gemacht, das kann ich euch gerne mal verlinken. Es hat sich aber da ein bisschen was geändert, genauso wie bei meinem Handy. Deswegen mache ich vielleicht nochmal so ein What's on my phone Video. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas nochmal haben wollt. Aber okay, let's go. Das ist jetzt hier so ein bisschen dreckig, aber egal, das muss ich noch sauber machen. Und zwar, wenn man das anmacht, sieht es erstmal so aus, dass es bis jetzt so mein Hintergrund. Und wenn man es anmacht, dann sieht es so aus. Und ich habe hier auf der Seite auch noch was hinzugefügt. Habe euch eh schon mal gezeigt, wie man diese Widgets dahin macht. Und zwar braucht man da eine App, die kann ich gerne mal zeigen. Und zwar heißt die Color Widgets. Und hier seht ihr schon, also hier, okay, die habe ich gerade noch runtergeladen. Die habe ich nämlich nur auf meinem Handy, die brauche ich aber auf die App. Ich habe das Ganze so organisiert, dass ich hier meine wichtigsten Apps habe, die ich am häufigsten benutze. Und hier sind dann alle, die auch
die ich häufig benutze und die für die Schule am relevantesten sind. Und hier habe ich dann einfach noch zwei Ordner gemacht mit dem ganzen Rest, der nicht so wichtig ist und die ich fast gar nicht brauche. Apps, die ich für die Schule zum Beispiel sehr empfehlen kann, also zum Schreiben, GoodNotes benutze ich schon seit einem Jahr. Wie gesagt, kann ich zu 100% empfehlen. Das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Google-Übersetzer habe ich auch immer da. Pages finde ich auch ganz cool, die ist aber eh schon drauf auf iPads zum Beispiel, weil das eine Apple-App ist, glaube ich. Und dann diese App hier, die Noten-App nennt sich die, da kann man seine Noten eintragen und das rechnet dann deinen Schnitt aus. So sieht es bis jetzt aus, ich habe schon was fürs neue Schuljahr erstellt, das zeigt auch an, in wie vielen Tagen immer Ferien sind, man kann Aufgaben hinzufügen und wie gesagt, hier steht dann der ganze Schnitt und welche Noten ihr habt. Google Drive natürlich auch ziemlich wichtig für die Schule. So, wir gehen jetzt mal in GoodNotes rein und dann seht ihr schon, wie ich das organisiert habe. Also ich habe hier einmal Sonstiges, da sind dann alle anderen Sachen drin, die nichts mit Schule zu tun haben. Hier einmal für die 11. Klasse, das ist vom letzten Jahr und hier einmal für die 12. Klasse. So sieht das Ganze vom letzten Jahr aus, also da habe ich einfach alle Fächer in solche Ordner gemacht. So sieht das Ganze für die 12. Klasse aus, ihr seht hier alle Fächer, die ich nächstes Jahr habe und die ich gewählt habe. Und einen Hausaufgabenordner habe ich, vielleicht mache ich mir auch noch einen Klausurenplaner. Auf jeden Fall habe ich für jedes Fach erstmal einen Ordner erstellt, das wisst ihr ja bestimmt schon. Ich habe auch schon ein GoodNotes-Video gemacht, einfach hier einen Ordner erstellen. Ich zeige euch jetzt noch schnell, wie man eine eigene Vorlage macht. Ich habe mir hier nämlich selber so ein Hausaufgabenheft erstellt, aber ich will eine andere Vorlage sowieso haben. Und zwar geht man hier auf Einstellungen, dann auf Notizbuchvorlagen und Importieren. Ich habe das Ganze in meinen Fotos drin, deswegen aus Fotos. Dann wähle ich das hier aus. Ich habe mir das von Pinterest runtergeladen und dann auf Fertig. Dann können wir das hier mal erstellen, zwar ein neues Notizbuch und dann nehme ich jetzt hier das. Und so sieht jetzt dann mein Wochenplaner aus und dann kann man hier ja hochwischen und dann ist es gleich für nächste Woche und dann kann ich hier alle meine Hausaufgaben und Notizen eintragen. Vielleicht erstelle ich mir selber auch noch so eins, weil das ist jetzt von Pinterest, aber mal schauen. Ich bin jetzt hier mal in meinem Geografie-Ordner und ich will jetzt hier gleich mal ein neues Notizbuch erstellen, weil ich mache dann halt für jedes Thema ein neues Notizbuch. Und ich will hier einen coolen Umschlag machen. Für Geo nehme ich, glaube ich, kariert, weil da brauchen wir meistens kariertes Papier. Den Titel lasse ich noch frei, weil ich weiß ja noch nicht, was mein erstes Thema sein wird. Ich habe mir für mein Geografie-Heft jetzt sozusagen auch schon ein Cover so überlegt und erstellt. Das hier ist jetzt meine Vorlage für Geografie, weil wenn ich hier rausgehe, dann ist das hier nämlich das erste, was mir angezeigt wird und ich fand das ganz schön, dieses Cover. Die Vorlage habe ich von Pinterest und die Schrift habe ich dann selber angepasst. Ich kann euch das gerne auch nochmal einblenden, wie man das macht. Ich kann euch gerne noch kurz meine Einstellungen zeigen und zwar schreibe ich mit dem Kugelschreiber und das ist meine kleinste Größe. Mit der Größe hier schreibe ich fast die ganze Zeit, also 0,5. Das sind meine Einstellungen beim Textmarker, da habe ich einmal die größte Größe eingestellt, dann einmal hier zum Unterstreichen und einmal die kleinste, aber mit der mittleren hier, die verwende ich am meisten. Und ich habe mir hier ganz viele Farben erstellt, die ich echt schön fand, weil das sind solche Pastellfarben und ich finde die echt schön. Ich werde euch jetzt mal ein paar schöne Farben einblenden, die sind von einer Instagram-Seite. Ihr könnt es so machen, indem ihr einfach auf Bearbeiten klickt, auf das Plus und dann hier unten gebt ihr die Zahl ein, die ich euch jetzt dann einblende. Übrigens habe ich mit meinen besten Freundinnen auch immer ein Dokument, was wir teilen, wo wir dann alle draufschreiben können und sonst erstelle ich jetzt mal, und zwar erstelle ich da einfach jetzt mal ein Notizbuch und da können dann halt alle draufschreiben und man sieht es dann halt immer. Dazu müsst ihr mit der iCloud verbunden sein und ihr geht dann hier auf diesen Pfeil und dann auf Teilen, dann auf Linkfreigabe
und dann auf Fertig. Jetzt habt ihr das aktiviert, jetzt geht ihr nochmal hier auf den Pfeil und dann auf Link senden. Und dann könnt ihr hier euren Link an eure Freunde senden und wenn die da draufklicken, dann können sie auch euer Dokument sehen und dann kann jeder draufschreiben und dann könnt ihr zusammen Sachen planen. Das war es jetzt auch so von meinem iPad, von meinen Einrichtungen. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ihr könnt mir gerne weitere Videoideen, die ihr euch wünscht, in die Kommentare schreiben, auch so zu Back to School. Ich werde auf jeden Fall dann einen Vlog machen für meinen ersten Schultag, schätze ich mal. Ziemlich wahrscheinlich. Aber falls ihr noch andere Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich das natürlich umzusetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen motivieren vielleicht auch. Ich wünsche allen einen schönen Schultag, die morgen Schule haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!